So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Und ich glaube, wir müssen uns mit dem Heli anlegen. Was macht der da? Hab ihn getroffen? Weiß ich, wann ich treffe. Dreh ab! Oh shit. Das hat ganz schön geruckelt. Yo. Aha. Also ein epischer Kampf war es jetzt auch nicht. Warum habe ich eigentlich jetzt gerade so klar? Das verstehe ich. Oh, wir haben ja Raketen gefunden. Das heißt, wir haben ja... Oh! Fettes Ding, ne? Sowas gibt's doch gar nicht in echt, oder? Ich kenne mich nicht so aus mit Waffen. Also so halbwegs. Ich kenne die Battlefield 3 Waffen. Und die COD-Waffen. Aber das war's auch. Und auch nicht alles. Was? Wo kommst du denn weg? Ja, nee, die kann mir nichts. Nein, Kampeli, aber Headcrabs können mir was. Da kommen wahrscheinlich wieder Soldaten. Zolldaten. Hattet ihr schon mal gepflegte Zolldaten? Zolldatenverkehr. So. Was? Komm ich jetzt die halbe Berg runter? Oh ne. Schon wieder Jets. Wie fliegen die überhaupt? Ach du Scheiße. Da haben die einfach mal hier die halbe Black Mesa Research Facility auseinandergenommen. Das ist was? Sieh, was das gekostet hat, die Anlage. Ach du Schande. Ja, guck mal, da ist mal der Heli. Toll, ne? Ich habe ein Problem. Wenn das dauerhaft so nicht mit 30 FPS läuft, kann ich hier nicht springen richtig. Das ist blöd. Ah ja, komm, gucken wir uns das nochmal an. Bumm. Boah, die Schallwelle, guck euch das mal an. Geil gemacht. Half-Life ist zwar alt, aber es ist immer noch schön. Also zumindest der zweite Teil. Also die Engine, ne, die Source Engine. Wird ja auch für ganz schön viele Spiele verwendet. Counter-Strike, Portal, Left 4 Dead. Und was weiß ich. Na, bestimmt können jetzt alle Daten. Hey. Ja, zumindest gibt es die OP-Headcrabs aus dem zweiten Teil nicht. Da kann man ja ganz glücklich sein. Die haben echt schon genervt, das muss man sagen. Oh, na, da habe ich fast mitgerechnet. Aber nur fast. Nee, habe ich ja vorher gesagt, jetzt kommen bestimmt gleich alle Daten. So, und dann laden wir bestimmt jetzt erstmal wieder einen kleineren Abschnitt, der nicht so ruckelt. Aber ich kann leider nicht mehr aus meinem PC rausholen. Der ist da bei 96% CPU-Auslastung und bei stolzen 36% GPU-Auslastung. Weil der Prozessor ist total schlecht und die Grafikkarte viel zu gut. Aber ist ein Laptop, lässt sich nicht ändern. Ich kaufe mir aber irgendwann auch mal einen richtigen PC, eine richtig ordentliche Kiste hier, so um 5.000 €. Dann können wir mal Battlefield 4 aufnehmen und dann wird das schon laufen. Ne? Ist ja nicht so, dass ihr euch darauf nicht freut, wenn ich das tun würde.
Ich hoffe, ja, GTA 5 werde ich damit wahrscheinlich sogar noch spielen können. Weil das läuft ja auch auf alten Konsolen. Die Generation, der Laptop hat ja mehr Leistung als die alte Konsolen-Generation. Muss jetzt mal mein Headset hier wieder richtig aussetzen, ich höre gar nichts. Ah. Das ist zu gut erkannt. Schöne First Aid Kits, ne? Guck mal, da wackelt das Bändchen sogar. All clear. Oha. Ich glaube, daran kann ich mich noch erinnern. Jetzt bin ich jetzt eine kleine Stealth-Mission. Muss jetzt ein bisschen schleichen. Eine Schleichmission. Was? Wie gekonnt? Junge, bin ich zu doof? Ich speichere das mal. Was? Ich glaube, die haben überlebt. Vor allem, wie viele sind das zur Hölle? Wieso geht der jetzt hoch und nicht runter? Man drückt S und der geht hoch. Das sind aber nicht viele oder so. Uah, ich muss da rein. Ja, das nochmal zu dem Thema, das ist eine kleine Stealth-Mission. Junge, der geht jetzt echt immer hoch. Boah. Was? Ein Panzer? Was? Nein! Oh, das war ja unmöglich. Was soll der Gordon alles schaffen? Bin ich Gott? Ein Panzer. 1000 Soldaten. Hier gehe ich jetzt wieder. Ja, bestimmt aber ein anderes Loch. Ich sehe mich hier nicht. Beziehungsweise hör mich, da kam ich her. Passt mal auf. Wir können hier zum Beispiel noch ran. Ja, und den Screen Draw aktivieren. Ist hier einer runtergesprungen? Den wir aber ganz schön zugesetzt. Hallo. Uah, Junge. Das ging ja noch schneller. Ich muss jetzt mal eine Methode finden. Einen Methoden. Ja, jetzt, wann geht der denn runter? Der geht gar nicht runter, wenn der da oben erst heißt. Ich speichere jetzt nochmal. Nein, das lohnt sich gar nicht. Ich muss Spiel laden. Am besten das. Oder was war auf? Am besten das. Wann sind denn die? 15. Juni. Ja, die sind so voll aktuell. Mal schauen, was das automatische Speichern ist. Das wäre besser. Weil das macht gerade gar keinen Sinn. Okay. Das Stück zu geben, wenn wir noch überleben.
Hat schon was hier, ne, mit diesem leichten Ding. Sagen wir das Gleiche. Pass mal, wir gehen jetzt mal ganz woanders. Was war das zum Beispiel wieder? Die hat ja viel gebracht. Ich höre sich auch nicht wirklich wirkungsam an. Ich höre den Panzer. Hier geht's ja auch noch weiter. Ist das das, wo wir eben waren? Nein, wir sind hier relativ sicher. Ja, das mal zu dem Thema, wir sind hier relativ sicher. Ich dachte, zerstörbare Umgebung gäbe es nur im Battlefield. So, wen gibt es hier denn auch hier? Ich dachte, das wäre Battlefield vorbehalten. Meine Fresse. Leute von heute. War das alles? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht gibt es hier ein paar Blitzmerker-Soldaten. Darf ich jetzt da rein? Wollte schon immer fortfahren. Dann können wir endlich fortfahren, wenn wir den Fort haben. Der war schlecht, oder? Ich kann meine eigenen Witze nicht beurteilen. Ach ja. Ja, das war jetzt echt haarig. Ganz schön actionlastige Folge. Ich scheine auch einige mit Granaten gekillt zu haben. SF brauche ich gar nicht. Brauche ich überhaupt gar nichts. Wir sind diesmal ziemlich gut durchgekommen. Da geht's auch nicht weiter, oder? Da liegt aber eine Panzerfaust. Und jede Menge Muni. Wir haben ja den Panzer auch so gekriegt. Da freue ich mich natürlich drüber. So, wo geht's jetzt weiter? Verdammt, die sieht die Uhrzeit nicht. Da nicht. Da? Oder waren wir da gerade schon? Nein. Wahrscheinlich kommt da jetzt noch ein Panzer raus. Nö, nee, zum Glück nicht. Sind ja Soldaten. Oh, ein LAV, Leute. Ich glaube, um den LAV kümmern wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.